Ich heiße Katrin und ich hatte ein Modeproblem. Aber man kann mit der Mode aufhören. Man muss es nur wirklich wollen und man muss ganz unten angekommen sein, also bei Leggings. Oder als Mann bei Lederetuis am Gürtel, in denen das Handy oder in schlimmen Fällen ein Leatherman-Tool aufbewahrt. Wenn es mal so weit gekommen ist, führt der erfolgversprechendste Weg zurück in ein normales Leben über ein 12-Schritte-Programm. Ein 12-Schritte-Programm wurde ursprünglich von den anonymen Alkoholikern entwickelt, eignet sich aber auch zur Bekämpfung von anderen Drogen- und Modeproblemen. Ich habe das Verfahren für unsere Zwecke auf die 4 wichtigsten Schritte zusammengestutzt, weil Modeopfer im Gegensatz zu dem, was das Bunny gerade behauptet hat, häufig unter einer extrem verkürzten Aufmerksamkeitsspanne leiden. Der erste Schritt ist die Selbsterkenntnis. Wir geben zu, dass wir der Mode hilflos gegenüberstehen und unseren Umgang mit Mode und Fashion nicht mehr in den Griff kriegen. Ein Anzeichen für Therapiebedarf kann zum Beispiel sein, dass man bei eBay Kleidungsstücke mit Sätzen bewirbt wie: Würde mich freuen, wenn die Jacke in moderne Hände fällt. Bitte ordentlich bieten. Oder: Eleganz genügt nicht, sie muss gepflegt werden. Dieses Samoon-Shirt von Gary Weber erzeugt das Nonplusultra an Sinnesreizen. Mit diesem Teil findest du Verständnis ohne Worte. Dann ist es höchste Zeit, sich einzugestehen, dass man ein Problem mit der Mode hat und dass es so nicht weitergehen darf. Der zweite Schritt ist eine gründliche und furchtlose Inventur des Kleiderschranks. Wir gestehen Gott uns selbst und anderen Menschen die genaue Art unserer modischen Verfehlungen ein und bitten öffentlich um Verzeihung für die Schuld, die wir auf uns geladen haben. Nur um das Prinzip zu demonstrieren, ich habe in den 80er Jahren mit einem schwarzen Edding Frauenzeichen in alle meine Unterhosen gemalt und ich hatte mit Fingernägeln. Hat ja keiner gesehen. Ich wünschte, es wäre so gewesen. Ich hatte mit Fingernägeln mit grauem Tipp-Ex für Ökopapier grau lackiert und ich habe über mehrere Jahre hinweg eine Fukuhila-Frisur getragen, die mit Henna rot gefärbt. Ich möchte alle Anwesenden stellvertretend um Verzeihung bitten. Es war Unrecht. Aber es ist keiner frei von Schuld. Zum Beispiel habe ich von Phil erfahren, dass er während der 80er eine Brille mit so selbstverfärbenden Gläsern hatte, die manchmal ganz schwarz ist und manchmal durchsichtig, aber meistens in so einem ganz schmutzigen Gelbbraun, mit der man aussieht wie ein Sippenstrolch. Aber auch Phil konnte geheilt werden. Im nächsten Schritt bemühen wir uns um aktive Wiedergutmachung. Comicfiguren Socken dürfen nicht in die Kleiderspende, wo sie die armen Kinder in der dritten Welt womöglich noch jagen müssen. In die Kleiderspende kommen stattdessen zur Buße nur ausgesuchte Adidas-Jacken aus der aktuellen Kollektion und Sneakers von diesem Jahr und nicht unter 250 Euro pro Paar. Der Stand der Wissenschaft ist ja heute, dass Modeprobleme nicht einfach aus Willensschwäche oder kindlichen Traumata resultieren, sondern dass vermutlich neurologische Ausfälle wie etwa eine Hosenwahrnehmungsstörung zu finden sind. Ähnlich wie Magersüchtige oft ihren Körper im Spiegel betrachten und sich denken, boah, wer ist denn die fette Sau? Denkt man sich bei einer Hosenwahrnehmungsstörung zum Beispiel beim Anblick schlimmer Stretch-Jeans womöglich, hey, eine Hose, die perfekt passt. Daher kann das Therapieziel natürlich nicht sein, völlig von der Mode loszukommen. Angestrebt wird vielmehr ein normaler Umgang mit Modefragen. Begleitende Übungen können zum Beispiel sein, auch mal ein Longsleeve-Shirt über einem T-Shirt zu tragen oder in einer Lesung zum Thema Mode aufzutreten, obwohl man davon gar keine Ahnung hat. Das ist dann auch der vierte und letzte Schritt, die Botschaft an andere weitergeben. Wer sich allein überfordert fühlt mit seiner modischen Deprogrammierung, kann sich professionelle Hilfe suchen, zum Beispiel beim Super-Top-Checker-Bunny, der seine Notrufnummer für Mitteopfer betreibt. Bunny, wie spielt sich das so ab, wenn man da anruft? Ach so. Ich war jetzt anrufe und ich tue mal nur so, ich wohne eigentlich in Neukölln. Ist das die Notrufnummer für Berlin-Mitteopfer? Ja, das ist die Notrufnummer für Berlin-Mitteopfer. Was hast du angestellt? Hast du deine Hosen in die Stiefel gesteckt? ich hab einen Rock getragen mit einer Hose, also einen Rock über einer Hose praktisch getragen. Ah ja, das habe ich schon oft gesehen. Naja, ist nicht schön, aber ich verzeihe dir, tu's nie wieder. Okay. ja.